Okay. Liebe Brüder, liebe Freunde der Kirche, wir haben heute eine wunderbare Christusklasse gehabt. Das Thema war Offenbarung erhalten. Die Basis war eine Ansprache von Präsident Nelson in der letzten Generalkonferenz. Und wie viele Menschen glauben wir, dass Gott uns nicht weit entfernt ist, sondern mit uns sprechen möchte. Dass es unsere Aufgabe ist, ihm zuzuhören und seine Stimme zu hören. Und das passiert in verschiedensten Art und Weise. Wir haben in der Klasse besprochen, wie verschiedene Brüder die Stimme des Herrn in ihrem Leben gefühlt und gehört haben und wie sie damit umgegangen sind. Wir haben eine Geschichte gehört von einem Bruder, der ein Familienmitglied gehört hat, das noch nicht auf der Erde war und hier Eingebungen hatte. Wir haben auch darüber gesprochen, dass manchmal Eingebungen sich nicht materialisieren, nicht verwirklichen. Gründe dafür, wenn man damit umgeht. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wenn wir Gebete sagen, nicht nur beten sollen, sondern hören, und zwar länger versuchen zuzuhören. Ein Bruder hat gemeint, dass für ihn die Diagnose, das heißt, das Feststellen, was aus seinem eigenen Ich kommt, aus seinem eigenen Vorstellung und das, was das von Gott kommt, das zu unterscheiden. Und ein Bruder hat gesagt, er war an einem Punkt, wo er nicht mehr Gefühle Eindrücke haben wollte als Sprache, sondern hat gedanklich gesagt, rede mit Wort, sprich, was ich verstehen kann. Herausgekommen ist, dass Offenbarung was ganz Persönliches ist. Wir müssen dafür bereit sein, wir müssen rein sein, wir müssen bereit sein, das umzusetzen, wenn wir den Herrn ansprechen. Ein ganz besonderer Prozess und ein ganz wichtiger im Leben des Mitglieds der Kirche. Und ich möchte euch ans Herz legen und euch einladen, diese Woche euch Zeit zu nehmen, zuzuhören, Offenbarung zu erhalten für Anliegen in eurem Leben. Wir haben auch gesprochen, dass der Herr nicht immer uns alles sagt, was er tun muss. Eigentlich nicht uns den Schönsten Zeit lässt. Aber dass er uns immer Weisung gibt, wenn wir sie suchen und uns leitet. Und das möchte ich euch mit euch lassen. Und danke euch und freue mich auf die nächsten Sachen.